Bluthochdruck schädigt im Laufe der Jahre wichtige Organe wie das Herz, die Herzkranngefäße, das Gehirn, die Nieren und die Blutgefäße. Die Folge können lebensbedrohliche Krankheiten sein, wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Basilikum, das ist eine schmackhafte Pflanze, die zu vielen Gerichten passt und ebenfalls beim Senken des Blutdrucks helfen kann. In Asien wurde es tausende von Jahren als Naturheilmittel angewendet. Kardamom. Die Samen des Kardamom, aus einem Bioladen zu bestellen, stammen aus Indien. Sie werden oft in asiatischen Gerichten verwendet. Laut einer indischen Studie konnten Patienten, die täglich 3 Gramm Kardamompulver eingenommen haben, in 3 Monaten den hohen Blutdruck wesentlich senken. Zimt. Der Zimt aus Ceylon ist ein weiteres schmackhaftes Gewürz, das zur Senkung des Blutdrucks angewendet werden kann. Es heilt Entzündungen, reinigt das Blut und kurbelt den Kreislauf an. Gib zum Beispiel eine Prise Zimt über dein Frühstücksmüsli, in den Joghurt oder Kaffee und integriere ihn in deinen täglichen Speiseplan. Knoblauch. Der Knoblauch kann den Blutdruck auch senken, weil er die Blutgefäße entspannt und dehnt. Das bewirkt, dass Acelin, ein Bestandteil des Knoblauchs, der viele weitere wirksame Eigenschaften hat. Im Kampf gegen hohen Blutdruck ist es am besten, täglich 1-2 Knoblauchzehen zu essen, roh oder leicht gedünstet. Zum Schluss Leinsamen, insbesondere für Patienten mit hohem Blutdruck und Arteriosklerose, eine Kombination, die häufig schwerwiegende Ereignisse wie Herzinfarkt und Schlaganfall hervorruft, könnten vor der gefäßerweiternden Wirkung eine gesunde Ernährung mit Leinsamen ihre Vorteile ziehen. Also wir hoffen, Ihnen geholfen zu haben und bitte immer unten in den Kommentaren aufschreiben. Haben die Pflanzen Ihnen geholfen? Kennen Sie andere Rezepte? Kennen Sie andere Pflanzen, die auch blutdrucksenkend wirken? Bitte mitteilen, das Video teilen, Likes nach oben und bitte abonniere den Kanal. Wir sehen uns und hören voneinander im nächsten Video. Bis dann, mach's gut!